Finale! Oh! Finale! Bist du da? Prominent getrennt. Ja. Mann! Der Hölle des Teufels! Ja, man muss. Hallo meine Lieben, ich bin's wieder und heute leider nicht mit Gigi. Heute bin ich mit SKG da. Das ist meine Spaß, ich bin's! Hey! Schön, dass du da bist! Ich dachte nicht, dass du da bist! Hallo, uns verwandelt! Ich bin's doch nur. Heute zum Finale haben wir gedacht, wir überraschen euch, weil ihr hattet kurz den Schock, dass er nicht da ist, ne? Doch, er ist da und deswegen, wir freuen uns gemeinsam mit euch, das Finale anzugucken. Wer wird wohl gewinnen? Wer wird wohl gewinnen? Die Frage der Fragen. Die Frage der Fragen. Normale Menschen fragen sich, was esse ich heute, was mache ich heute? Wir fragen uns, wer wird gewinnen? Boom. Okay. Raus. Vamos. Was sagst du mal, Vamos? Heute, Vamos. Letzte Vamos. Runde. Auf uns alle, ah. Auf uns. Aufs Halbfinale. Die Zeit vergeht so schnell, aber es war schön. Ja, Mann, Bro, warte. Wir müssen diese Folge schon genießen. Ja. Dieser Moment hier. Alles hier. In the face. Jetzt musst du alles genießen, Bro. Ja, Mann. Das ist die letzte Folge, fass alles an. Der Trailer, guck mal, wie krass. Ey, schön. Schon... Oh, oh. Warte. Was? Letzte Folge. Ja. Ich darf einmal rein. Wo rein? Was? Meine Haare? Ja. Wie rein? Komplett mit Kopf. Ja, machen wir am Ende. Yeah. Feel stronger. Genieß das Lied noch. Stronger. Stronger. A bit stronger. Oh. Letztes Mal Trainerei. Sind die noch dabei? Ja, ja. Die sind noch dabei. Malisa und ja. Ja, und Fabio und Jakob und ja. Kate. Du bist so ein Esel. Richtig schwache Aktion. Er sagt immer, richtig schwache Aktion. Kate war das, glaube ich, voll egal. Sie dachte sich, Hauptsache habe ich meinen Jakob. Das bekannteste Paar. Wahrscheinlich vergessen. Stimmt, das bekannteste Paar. Für viele Leute wird das sehr hart, dass sie jetzt gehen, weil die sich jetzt denken, wer sind die anderen? Wer sind die anderen? Nico! Wie sie ihn immer ruft, ne? Nico! Nico! Ey, lasst ihn doch mal in Ruhe seine Zähne putzen. Nico! Ja, die werden mir alle fehlen irgendwie. Ja. Lies vor. Direkt lesen, nicht selbst. Entspannt euch bitte. Was ist das? Holokarte. Was ist mit... Lies doch jetzt bitte. Wieso, lies nicht vor? Ihr seid die drei stärksten Ex-Paare. Ihr habt noch immer die Chance auf den Sieg... Heult der? In Höhe von 38.900 Euro. Ja, genau, es geht um 36.000. 38. 38.000. Hier ruft sie. Willkommen beim Spiel, beruhige dich bitte. Eure Aufgabe ist es, auf den Spitzen des Strands abwechselnden Bälle zu platzieren. Bälle auf die Punkte lesen und auf die Punkte legen und dann? Keine Ahnung. Also ich glaube, die müssen also die Bälle... in die Punkte? Ja. Also das ist der Stern. Ja, das ist ein X, ja. Ich check das im Spiel. Wie ist ein Stern? Guck mal, wir sehen jetzt das Spiel an sehen, wie die das machen. Ah, die müssen erstmal da drauf. Und dann müssen die gucken und dann müssen die das da so hin... Boah, das wäre aber mein Ding, glaube ich. Guck. Guck mal, wie schwer das ist. Bleibst du ruhig? Thank ich bin you. Ruhig. Thank you. Ich hab dich nicht angeschrien. Okay, bleib ganz ruhig. Boah, das würde mich provozieren, wenn jemand sagt, bleib ruhig, obwohl ich ruhig bin. Dann werde ich laut. Boah, die sind schon... Krass. Ich find's so lustig, weil sie macht das ja richtig. Boah. Immer knapp, immer knapp. Nein!
Ja. Abgrundtief. Ich ficke diese Scheiße. Man muss richtige innere Ruhe haben. Bitte, bitte. Oh Mann, ey, ich hab mich voll erschrocken! Ich bin fast runtergefallen. Das ist, weil du wie ein kleines Kind immer hier rumspielst. Mimi, 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 Mimi. Bei dir muss man die ganze Zeit gucken. Man muss sogar, wenn man mit dir über die Straße läuft, man muss immer gucken, dass du nicht überall rot gehst oder weil du wie ein kleines Kind. Wie immer. Oh, Scheiße, Mann. Nee, ich würde ausrasten, ich bin ehrlich. Nein, rede nicht, rede nicht, rede nicht. Nein, Scheiße, warte. Sind die beide weg? Nein, einer nur. Scheiße, das muss sie dann machen. Bitte nicht alle weg. Boah. Schluss, danach ist es nicht Schluss. Alles unten, leck mich am Arsch. Boah, ich bin durchdrehen. Alle weg. Ja, aber weißt du, was das Ding ist? Sie sagen ihnen ja immer, oh, du bist so, du darfst nicht die ganze Zeit sagen, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ja. Finale. Krass. Ja, was denn? Ah, nur eins kommt. Ach so. Ah, zweiter Platz geht nicht. Ob ich da jetzt schuld bin an dem nicht, Spiel, aber Digga? Es ist trotzdem ärgerlich. Boah. Ich wäre auch sauer, wenn ich Nicola wäre. Ich wäre komplett sauer. Also wie oft waren die schon vier Stück da drauf? Aber sie hat immer ihnen die Schuld gegeben. Boah. Ich dachte wirklich, dass einer jetzt rausfliegt bei dem Spiel und dann Finale ist. Aber auch gedacht. Zurück am Chateau der Gescheiterten ist noch nicht. Okay, kurz und knapp. Erster Finalist: Giuliano und Sandra. Finale. Die sind Finale. Und dann sage ich, nein, ich will nicht. Und dann direkt so zu, mich wegzuschubsen und zu sagen, ja, ich fass dich nie wieder an und fass mich nicht an. Halt. Boah, das ist auch so eine Reaktion, die ich nicht leiden kann. Und was so? Hey, und dann sagst du, nein, ich möchte jetzt. Ja, sofort am Ausrasten. Und so ist halt auch immer der Gustav, ne? So dieses, wenn du ihm das nicht gibst, was er jetzt will, dann ist er sofort beleidigt und dreht komplett aus. Ich mag sowas gar nicht, ne? Ja. Einfach akzeptieren mal. So. Ich will jetzt einfach gerade keine Nähe haben. Man sagt mir zum Beispiel, ich sag ja. Frag mich komm mal, zurück, ob ich. Komm zurück. Boah, ja, sorry, mach Play. Ich war kurz, ich weiß nicht. Du bist manchmal weg. Ja, schon, ich war kurz weg. Ich hab nur gesagt, ich will gerade nicht. Ja, nein, aber wollte dir die ganze Zeit sagen, scheiß drauf, nächstes Spiel rocken wir. Einfach, dass wir diese Motivation beibehalten. Jetzt, Loch, tot. Ja, aber sie wollte dich einfach gerade nicht. Lass es doch mal. Konzentrier dich da drauf. Ja. Letzte Folge. Letzte Folge. Du bist immer nur bei Streits da. Ja. Boah, diese Diskussion, da habe ich Déjà-vu von. Ich habe so ein Déjà-vu, weil ich auch immer solche Diskussionen hatte, damals mit Cocky. Ja, schimmer noch. Man kommt nicht weiter. Ja, das stimmt. Ja, schimmer noch. Mehr wie tut mir leid, kann ich doch nicht sagen, oder? Ich will gar nicht, das tut mir leid. Voll schön. Die Stimme von denen, die geht immer ganz hoch. Ja, mehr wie tut mir leid, kann ich nicht sagen. Ja. Es wird spannender, härter und intensiver. Dass du dann hier hinkommst und dich einfach, das hast du damals nie gemacht. Hättest du das vielleicht damals auch? Also kurz und knapp für dich. Paar, nicht Paar. Wer? Die beiden? Nein. Nee, ich sage auch nicht. Ah, ah. Sind wir uns einig, ja? Mhm. Okay. Sind wir uns ja einig. Oh, wir haben ja letzte Folge. Ja. Würdest du den Menschen nicht da draußen Tipps geben, wie man am besten sowas gewinnt? Prominent getrennt. Ja. Das ist Glückssache. Ob dieses Spiel dein Spiel ist. Ganz ehrlich, dieses Spiel war jetzt auch Glückssache. Nein, allgemein. Ja. Welche Tipps würdest du geben, bevor man da reingeht, für die Zuschauer da draußen? So, Tipps wäre so, man muss sich auf seinen Ex-Partner einlassen, man sollte sich streiten, man sollte alles rauslassen, ganz, ganz wichtig, aber in den Spielen zusammenreißen. Man sollte nicht den gleichen Fehler machen wie Cocky und ich und man sollte auch nicht den Fehler machen wie Gigi und Michelle, weil Gigi war ja schwach. Ich war Maschine. Ja, aber leider, wo du verloren hast, da hattest du keine Kraft mehr. Da solltet ihr vielleicht mehr ins Fitnessstudio gehen, weil dann hättet ihr das geschafft. So.
Das war das Recht haben, ne? Verantwortung, den goldenen Ball, den fünften Ball. Gott, ich schieb dir in die Schuld. Und verkackt. Er? Ja, Nico war ja am Anfang nur mit Schreien beschäftigt. Erst als er dann den... Okay, ich will dir nichts sagen, aber die hat Schreien erfunden. Das ist so geil, ne? Guck mal jetzt auch, wie du da sitzt. Ja, sie hat Schreien erfunden und sie gibt ihn, also sie gibt ihm alles die Schuld, ne? Also wenn sie jetzt nicht für diese wenn sie das nicht reflektiert, das Ganze, weiß ich auch nicht. Von dem anderen Spiel und hab gesagt, ich mache jetzt gerade Pause, dass ich chill, damit ich nachher Energie habe. Und als ich bei dem Spiel... Wäre es andersrum gewesen, sie hätte ihn auseinandergenommen. Boah. Aber sie nimmt ihn ja schon so auseinander, obwohl er das ganze Spiel geherrscht hat. Hier hast du gesagt, ich habe keine Lust aufzustehen, Gloria. Was ich war müde! Müde! Das bringt nichts, mit ihr zu diskutieren. Die ist sehr bockig, sehr stur. Unter, wenn ich fertig bin, Mann. Weil ich jetzt nicht allein in die Küche stehe. Die geht aber nur auf den so drauf, ne? Nicola ist für sie so dieser Ablass, dieser alles rauslassen. So. Ja. Ihre ganzen Probleme, die sie mit sich selbst hat, lässt sie an ihn raus. Und gibt ihm die Schuld. Aber ich glaube, prominent getrennt, ich sag dir, das war für sie eine gute Entscheidung, dort zu sein. Also der letzte Abend mal. Ach, jetzt. Ah. Oh, noch Fragen haben sie bekommen. Welche Frage, wo die gerade stehen? Ja. Okay. Den Witz finde ich jetzt ein bisschen unpassend. Was? Wenn sie das jetzt so schön formuliert hat. Ja, also ich muss so ist der Gustav. Ey, Bruder, du kannst ihn nehmen, kein Problem. Ja. bitte, das habe ich nie von dir hinterher gesehen. Carina. Boah, nee. Jetzt geht's ab zum Spiel. Ja, das ist jetzt so, dass sie schnell sind, Gustav und Carina am Anfang. Das ist immer so. Und dann schwächelt er vor allen Dingen sehr stark ab. Seine Konzentration ist immer weg. Sie schreit eh nur, aber das ist. Bin ich ja auch gewohnt. Kommt sie! Boah, haben die schon viel mehr, ne, Gloria und Nico? Ja, das sind schon full. Aber. Müssen die denn da rüberlaufen, oder wie? Ja, das, die müssen so eine. Die dürfen nicht den Boden. Wie Boden ist Lava? Ah, Lava, ja. Kann ich zu? Kannst du nicht 2-2 nehmen? Nee, gell? Sieht so einfach aus, aber es ist so schwer. Okay, das wird doch knapp. Ich habe nichts gesagt. Echt knapp. Es könnte es sein, dass Gustav und Carina das Ding machen. Warte zusammen! Okay, auch noch. Krass. Super. Hätte ich gedacht. Oh! Er hat wieder verkackt. Die müssen ja von vorne. Aua. Steh doch wieder auf. Komm! Schmerzen kann man später haben. Ab. Oh. Hast du gesehen, wie der angerannt kam? Mann, wir dürfen noch nicht weitermachen. Die denkt so, nein, Mann, nicht jetzt, Bruder. Nicht jetzt, Mann. Doch, das ist noch machbar. Wir sind ja noch nicht so weit. Gib mir! Gib ihm das, er kann das. Gib ihm das einfach. Nein! Ja, was denn, sorry? Schon wieder. Immer eher. Ist dir das mal aufgefallen? Ich nehm sie! Gloria, bitte! Vertrau ihm da! Er hat da den Blick! Mach ich halt! Lauf! Nee, schnell ist so eine Sache. Würde ich gar nicht machen, dieses schnell. Weil die sind doch eh noch hinten. Das würde ich gar nicht, dieses schnell machen. Da hintreten. Oder schnell rüber. Ganz weit nach vorne. Aufpassen. Also, wenn die nochmal runterfallen, dann Gustav. Stark. Scheiße! Nein. Komm, schnell! Ich hatte dir. Gloria, ich hab echt gedacht, Carina und Gustav, sag ich dir ehrlich. Boah. Guck mal, Gustav, wenn so einer kommt, dann heißt es immer, okay, die haben verloren. Mensch, was hast du gemacht, Gustav? War richtig knapp. Bin so 1,20 Meter irgendwo runtergeballert. Ah. Der hat aber danach weitergemacht. Warum lachst du? Keine Ahnung, dieses Lied, also würde der Bein fehlen, keine Ahnung. Stimmt. Also Leute, ihr habt es gesehen, Finale, Giuliano, das ist Nicola. Und dann zum Punkt nochmal, warum, wie man dort gewinnen kann. Es ist oftmals auch Glückssache. Ja, ein Fehler, tschüss. Kamera,
auf der grünen Fläche. Tschüss! Also für den Abschied an das nächste Paar. Danke. Wie heißen die zwei Nummern? Carina und Gustav. Carina und Gustav. Unterhaltsam. Ihr seid zwei Fische in meinen Augen immer noch. Auf jeden Fall. Vamos. Und raus. Finale. Entscheide dich jetzt, ob du im Falle eines gemeinsamen Sieges den Gewinn teilen oder diesen für dich alleine haben möchtest. Was hättest du gemacht? Was? Nochmal. Ich kann jetzt überlegen, teilen oder alleine? Wie teilen oder alleine? Ja, willst du das die 40.000 Euro alleine haben? Oder willst du das mit deiner Ex teilen? Ja, schon teilen. Du bist als Team da, denke. Wie süß. Wir packen das, okay? Mhm. Ich vertraue dir. Mhm. Wir schaffen das. Hallo. Mhm. Hallo. Du musst dich einfach nachher zerreißen dafür. Ja. Zerreißen. Das wird ein hartes Finale. Ja, das wird cool. Ich freue mich. Zwei krasse, starke Pärchen. Ich freue mich, ja. Boah, weißt du, wie es ist, ein Finale? Ah, kennst du gar nicht. Dieses Finalengefühl. Du warst selber nicht im Finale. Ach, im Dschungelcamp, mein Freund. Ah. Und du wolltest gerade aufstehen und haben sie aber Jamila gerufen und nicht Gigi. Oh. Komm, meine Esel. 38.900. Boah, geil, Spiel. Boah, gefällt mir. Das Ex-Paar, das den Geldsack abreißt, hat prominent getrennt gewonnen. Boah, also mit den Würfeln musst du die Treppe bauen. Ja, du musst ja, ich glaube, dass die die Treppe bauen müssen mit den Würfeln und dann den Geldsack bekommen müssen und dann schwingen der Hut, my you mit 38.900 Euro. Komm, nimm einen. Okay, stell den ersten hin. Das Ding ist, ich würde nicht alle Würfel tun. Ich könnte auch springen. Boah, immer diese. Meine Fresse, Alter. Ah, okay. Los, nein, du musst ja hochkrabbeln. Okay, Nico, check gar nichts. Ich check gar nichts. Und jetzt darüber. Lauf. Verstehst du das nicht? Nimm jetzt hoch. Und jetzt nimm den Nico, oh nein. Nein. Der checkt das nicht. Nico, das ist nicht dein Ernst. Lauf mir hinterher. So. Ach, Mann. So. Mach doch jetzt von deiner... Was macht der da? Bring das doch da hin, Nico! Boah, ich würde... Okay, da würde ich auch komplett durchdrehen, ne? Nico, was ist los? Schalt deinen Kopf ein! Was will er da die ganze Zeit machen? Ich weiß nicht, der checkt's. Ah, wie witzig. Fuck, die sind schon fertig. Du hast doch gesagt, man muss... Ja, Sandra hat da diesmal erstmal keinen Überblick. Genau, im Finale hat sie keinen Überblick. Scheiße! Oh, und der blättert nicht. Vorsichtig. Nico, bitte. Nein, nein. Nein, mach... Vorsichtig. Jetzt ist er aus denen runtergefallen. Jetzt vorsichtig. Bitte, Nico. Heb dich zur Not an der 38. Denk dran, du musst dir einfach greifen. Einfach schnell hochspringen. Ganz hin, jetzt den nächsten. Hier unten hinstellen. Ja, ja, Gloria, du musst ein bisschen entspannen, weil das ist wirklich Konzentration. Ja, ja, jetzt liebst du ihn. Ach, einmal hoch, zack, steh hin und nimm ihn. Nimm ihn. Ey, ich war mir sicher, Sandra und... Super Scheiße, ey. Ich dachte wirklich, Sandra und... Hallo, hatte ich jetzt nie gedacht. Ja. Das hätte, glaube ich, nicht viele gestartet. Und mit den Nichtsgönnern, alle haben gedacht. Oi, Mann! Tschüss, Mann. Wer nimmt denn nun die Kohle mit? Das bist du. Engel. Schnell von Nicola. Der Teufel. Hat nur ein Spiel gespielt. Teufel, bah. Das war so witzig. Engel. Ja, das war Engel. Hey. Du hast Engel gewählt. Ja, natürlich habe ich Engel gewählt. Ah. Er hat aber nicht gerechnet. Also, du hast Engel gewählt. Oh nein, guck mal das Bild, so die hinten verzweifelt. Ja, so, was soll ich sagen? Es war eine krasse, erfolgreiche, prominent getrennt Staffel
2. Krass, wir danken an alle die Idioten, die da mitgemacht haben, an alle Fische. An alle, die wirklich, ich bin euch ehrlich, ich dachte, unsere Staffel kann man nicht toppen. Weil, klar, ne, wir waren schon krass. Wir waren schon, aber ich bin ehrlich, ihr habt mit Augen zugetoppt unsere Staffel. Ist wirklich so. So, zu Gloria und Nico. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, verdient gewonnen. Ja. Egal, was, welche ganzen schrecklichen Kommentare und wie viel Negatives auch für dieses Paar einfach entsteht, muss man einfach dazu sagen, es ist keine, das ist, ich finde einfach, es hat einfach verdient gewonnen. Ich hoffe einfach für die beiden, dass sie sich beide reflektieren und es im Nachhinein gucken und sagen, ey, da sind unsere Fehler und deswegen passt es einfach nicht. Aber wir freuen uns sehr, ihr habt uns unterhalten, es war mega krass. Ja, auch an die Zweitplatzierte. Und ich möchte einfach reden, weil ich bin geboren, um zu reden. Boah, ich kann voll gut singen. Finale! Oh! Finale! Oh! Finale! Danke! Hey! Finale! So, jetzt tschüss, Mann. Folgt der RTL Plus auf YouTube. Oben da rechts, oben, wo die Vögel zwitschern. Alle Highlights findet ihr unten, wo die Vögel essen. Und alle Folgen von Prominent getrennt. RTL Plus findet ihr hier, wo hier die Vögel zwitschern.